Neue Abenteuer warten uns hier mit Link und Tulin bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und für mein Teil würde ich sagen, ich würde erst einmal die Barrikaden loswerden und dann sollen die Monster gegenseitig platt machen. Macht irgendwie Sinn, oder? Gedauert, ey. Das lief auch nicht so wie gewollt. Wie so oft heute, wenn ich fast mal sagen. Warte mal. Den Kälteschutz nehmen wir mal das hier versuchen, wa? Sag mal, ich kann gar nicht ausfallen, ich kann gar nichts machen. So, ansonsten, was haben die alles verloren hier? Sind noch viel, wie es aussieht. Was? Nein, die wollte gar nicht hier. Aber schon wieder das Teil da. Oh, ernsthaft jetzt? So. Also dann, ab in die Lüfte, wa? Weil ich eigentlich ein bisschen Feuer bräuchte. Ich könnte zwar natürlich auch mein eigenes Ding nutzen, aber... zum eigenen so Nanium-Materialien. Ganz ruhig, Tulin, ganz ruhig. Nicht für Ausgaben. Das Teil selber wird eigentlich ausreichen. Dann mal gucken, was haben wir hier noch Schönes. Eiselballonen haben wir selber auch dabei. Habe auch irgendwie... das Feuermäßige ist quasi, außer so ein Flammenwerfer. Tut mir doch nicht wahr. Egal, gut. Den Flammenwerfer. Tulin. So, warte mal. Dann müssen wir es anders machen. Nee, so würde ich es auch nicht haben. Mensch. Ja, beruhig dich hier. Beruhig dich, Ultrahand. Beruhig dich. Alles gut, Ultrahand. Alles gut. Aber ein bisschen schräg hier. So, oh, ein Krogkumpel. Ich will zu meinem Freund. So viele Eisfrüchte hier. Was ist los, hä? Hm.
Dann sollte ich mir zu ihm stoßen, ich bin so eigentlich, man kann bewegen. Ich nehme dich mit. Was? Oh. Entschuldigung, so tief wollte ich eigentlich gar nicht mit dir. Das war echt nicht so geplant. Aber wenn man jetzt mir nicht glaubt, aber es ist so. Okay, wenn er jetzt hier unten ist. Sag mal. Das glaube ich einfach nicht. Wo kommst du denn eigentlich her? Ja, Tulin, es war ein bisschen spät. Aber trotzdem danke. Geht nicht oben rauf? Okay. Ja, nicht ganz, aber fast. Entschuldigung! Die armen Crocs, da müssen ganz schön was durchmachen. Muss ich dich eigentlich hier festmachen oder geht's auch ohne? Was ist denn das, ey? Come on. Entschuldigung, ich wollte nicht, dass du brennst. Alter, ich will dich einfach nur ihn darüber bringen. Kann nicht so schwierig sein. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Ist schon tot, Tulin, ist schon tot. Also. Nein, nicht schon wieder. Wieso? Vorhin ist er nie runtergefallen. Aufheben, selber kann ich ihn auch nicht. Aus irgendeinem Grund ist es zu schwer. Komm, ist was? Du bleibst da oben. Ich nehme jetzt eine andere Waffe hier. Wow. Das ist mit dir ja sehr schwierig, Kumpel. Wollen wir verarschen, es ist so schräg hier, dass er ständig trotzdem runterfällt.
Bin kurz davor, das Ganze anders zu lösen. Ohne Witz. Feuerio! Ja, du freust dich wieder, wa? Nein, warum bin ich... Wieso, da packe ich ihn schon mal drauf, damit er nicht runterfällt, dann passiert da so eine Scheiße. Ja, wie gesagt, Hauptsache du freust dich. Warum muss das ja auch nur so scheiße schräg sein, ganz ehrlich? Okay, ich meine... Ich kann es ja auch anders lösen, ne? Sagen wir ehrlich. Das mache ich jetzt auch, weil ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und zwar, habe ich ja ein paar Dinge noch, so ein Propeller zum Beispiel. Natürlich auch habe ich noch so ein Steuerrad. Nehmen wir das hier, komm. Lenkelement. Nein, wieso? Lösen Sie nicht. Zum Teil finde ich ein bisschen doof gemacht. Ich hätte es besser gefunden, wenn man gesagt hätte, mit dem Lösen, okay, einfach einen Knopf drücken. Das mit dem Lösen war nicht so eine geile Idee. Oh, ganz ehrlich, was ist das für ein scheiß Ding? Eine scheiß Aufgabe. Packe ich natürlich hinten dran, ne? Ist klar. Wow. Wo ist der Ballon hin und alles? Alles weg. Mein Drachenkopf ist offenbar noch da, aber das Ding selber ist weg. Bauen wir es mal jetzt mal richtig, wa? Der Ballon ist weg, ist mir egal. Ich habe noch ein paar, ich weiß, wo die sind. Also von dem her. Das kannst du ja nicht aus der Tasche nehmen, warum nicht? So. So. Theoretisch nicht schlecht, ich habe nur ein bisschen unterschätzt, wie weit er schon geht durch den Düsenantrieb. Das hat so etwas, was ich ein bisschen, muss ganz ehrlich sagen, aus persönlicher Sicht vermisse. Dass ich die Dinger halt nicht einzeln schalten kann. Fände ich persönlich noch gut.
So. Hier ist ein Kumpel. Kann ich irgendwo rankleben oder so, damit er nicht runterfällt? Okay, reicht. Oje, oje. Was für eine Tortur. Wortwörtlich. So, Tulin, wir müssen weiter. Immer heiter. Passen wir uns mal. Jetzt aber wirklich mal, weil jetzt... Nee. Das ist nicht schön, was hier passiert ist. Tulin braucht Hilfe. Also, so tief war es gar nicht. Tulin, wo bist du? Also du kannst nur Bogen, du kannst sonst nichts. Starker Konstruktbogen, was haben wir noch? Schwäche, starke, sind alle schon auf 11. Dann kommt der Schwalbenbogen wieder weg. Nein. In der Luft geht das nicht, wa? Schade. War ein bisschen schwierig. Wie man es merkt. Oh je, oh je. So. Meine Crocs wieder, okay. Da sind die paar Viecher, die erreiche ich nicht. Ja, mit Modifikation kann ich sie erreichen, warte mal. Geht das eventuell auch mit den Dingern, mit den Augen? Viele davon nicht. Praktisch günstig gut. So, Sio muss auch langsam aber sicher mal ein bisschen kälter werden. Ich verstehe einfach nicht, wieso die ständig irgendwo Zelda gesehen haben wollen und irgendwo Zeldas Geist offenbar auftaucht. Hat in meinen Augen gar keinen Sinn. Haben wir doch dessen, dass wir mittlerweile wissen. Oder stark vermuten, dass Zelda ja dieser seltsame Lichtdrache sein muss. Oh, das ist der nächste Turm gerade. Hä? Praktisch. Habe ich hier oben vielleicht irgendwie, was auch cool wäre, noch einen Schrein zum Speichern oder so, irgendeinen Teleportpunkt? Bloß erforschen können, was im Inneren dieses gewaltigen Schneesturms steckt. Hm? Hack! Oh. Was sagst du so? Oh. Davor, man hat es mir erlaubt. Ja, Mann! Ah. Hm. Gib dir Bestes, ja? Ich bleib hier und wünsche auch Glück. Aha. Hm.
Auch habe ich hier oben keinen Speicherpoint, nichts, dass wir uns wieder hin teleportieren. Das ist doch kacke, Mann. So. Dann unten ist noch der Typ, den ich gerne noch irgendwie platt machen würde, weil das aus ist, wäre ein bisschen weiter weg, deswegen würde es sich lohnen, aber komm. Das ist irgendwie. Ein guter Wind, das ist alles, was ich will auf der Welt. So, lass mich ran, hier ist nicht hoch genug. Ja, beziehungsweise zu hoch. Das sind einfach die Dinger, die ich natürlich miteinander koppeln kann. Dann kann ich hier hochsteigen. Und dann deckensprungmäßig nach oben. Jo! Weil ich nicht verstehe, wieso Tulin der Einzige sein sollte, das schafft, da hochzukommen. Von Orni, weil, klar, kann er einen Wirbelsturm erzeugen, der hilft ihm ja nicht, der Wirbelsturm, der hilft jetzt mir zum Beispiel. Deswegen ein bisschen verwirrend das Ganze. Da hoch müssen wir, alter Schwede, ey. Okay, da sind zwar Konstruktionen, sonst aber nichts. Alter, ich würde so gerne zum Turm gehen. Ich wäre so leicht erreichbar. Ah, da bist du, Tulin. Ja. Ja, aber es klappt auch. Nein! Warum nicht? Hä? Also, warte mal. Nee. Geht ja auch so. Wo soll ich denn überhaupt darüber auf die andere Seite? Himmelsleiterinseln, die Hebraberge. Ah, das ist ein Schrein. Ah, Gott sei Dank. Ich frage natürlich, ob Tuli mich begleitet, wenn ich jetzt einfach hier wegporte. Das sind echt so Schiffe, oder? Hi. Link! Ich habe Prinzessin Zelda hier irgendwo gesehen. Aber jetzt ist sie weg. Was kann das sein? Ein Flugschiff, würde ich jetzt mal behaupten. Er hat Zelda hier gesehen. Ja. Hey, warte! Sieh dir das an! Das ist ein Schiff! Hä? Was los? Zu mir. Komm. Komm zu mir. Was ist gerade für eine Stimme? Kann man es von irgendwo da oben? Sieh mal da oben in der Wolke! So riesig, ist das etwa ein Schiff? Da sind auch eine Menge, jede Menge dieser kleinen Boote. Das ist ja wie. Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Asche senden. Die Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Das lief von der Himmelsarche. Oh. Genau, wie im Kinderlied. Sie hat komm zu mir gesagt, da bin ich ganz sicher. Vielleicht hat sie sich auf den Weg hoch zu diesem Schiff gemacht. Aha. Die Frage ist immer noch, warum hätte sie das gemacht? Wohlgemerkt, und auch wenn sie das getan hat, war die Frage nach wie vor, eben wie bereits erwähnt, warum? Und warum klang die Stimme da oben wie die von Revali, aus Breath of the Wild? Huck.
praktisch, günstig gut. So, ein Schrein, ein guter Schrein. Das ist alles, was ich brauche auf der Welt. Jetzt halt die Frage, war schnell jetzt nachher hier wieder weg, woanders hin? Oder direkt nach ganz nach oben? Wenn ich schon mal einen Schrein hier habe, das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, vielleicht auch wieder mal ein bisschen was aufzufüllen. An Lebensmittel und so. Springender Punkt. Hä? Ah, okay. Ach du Scheiße, das geht hoch nach oben. Hat das gerade mein Material nach oben geschmissen oder was? Was für ein Trottel. Das war sowas von klar, dass passieren wird. So, jetzt keine Truhe. Das ist schon mal schön. Oh ja, aber schon eine ganz üble Befürchtung, was uns gleich erwarten wird in der Story. Schmerzen, vor allem Schmerzen. Alter, stell mich. Letzte zwei, drei Folgen stell mich wieder an wie der letzte Mensch. Okay, nochmal kurz gucken. Also muss so oder so hier rein. Okay. Jo, warum nicht, wa? Ein Segenslicht, zwei Stück wieder, sehr gut. Bring den Frieden zurück nach Hyrule. Ach nee, das wäre bei den Sheikas so. Die Sohn aber haben andere Pläne und Intentionen, whatever. Himmelsleiterinseln, ja, ja. Aber ja, schön haben wir einen Teleportpunkt, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, muss ich zugeben.
Da muss ich wohl dann irgendwie von hier aus, whatever, über die Dinger, über die Schiffe nach ganz nach oben. Ach du Scheiße. Klingt nach Herkules Aufgabe. Wenn es trotzdem eigentlich interessieren, ob ich jetzt, wenn Tulin gerade bei mir ist, trotzdem nochmal weiter kann. Wir haben jetzt hier einen Teleportpunkt, den ich würde gerne zu dem Schrein dort, zu dem Ding dort. Zu dem Turm, deswegen ganz kurz speichern, nicht, dass irgendwie irgendwas passiert, nicht im Flug abstürze. Ah, das stimmt, sind noch genau. Da vorne ist auch diese Glyphe, wo ich in der Kammer das Gefühl hatte, ja, es könnte irgendwie von Hörnern hier vorne und so könnte es irgendwie Ganondorf in seiner. Keine Ahnung, dem Wundenform oder so sein. Ich mach das schon Link. Das ist natürlich praktisch. Da muss ich ausnutzen, solange ich die Fähigkeit habe. Ein guter Wind. Ein Wind, ein guter Wind. Hier unten irgendwo noch der Eisdrache. Da kommen wir einfach so rein. Krass. Das gibt's ja nicht allzu oft. So, Tulin, ich muss kurz hier bleiben, weil. Naja. Das könnte gleich ein heftiger Abschwung werden. Weiß jetzt, dass ich mit diesem Turm sowieso zu den Himmelsinseln, also zu den Dingen da vorne käme. Keine Abkürzung so nehmen, oder? Mit dem Turm. Alter, der Sensor von Purapad, Respekt, dass der durch den ganzen Schneesturm hier überhaupt scannen kann. Tabanta Schneefeld. Sehr schön. Nach hier oben noch ein bisschen was gescannt. Velivel. Und ja, können natürlich jetzt wieder Glyphe da vorne, hä? Die sparen uns ein anderes Mal auf. Ich frage mich jetzt gerade, ich hatte doch hier noch einen anderen Glyphe noch markiert. Hier unten, ah, die ist weiter unten. Viel weiter unten, okay. Haben die überhaupt sehen von hier aus? Hä? Wer ist hier? Ich bin natürlich in die falsche Richtung. Ich mach das schon längst. Da vorne sehe ich einen, aber das kann nicht die sein. So weit weg. Doch. Das ist schon die nächste. Das müsste tatsächlich die sein. Okay, gut. Bringt eh nichts mehr. Ob wir noch irgendwie Schreine näher sind, mir egal. Wir gehen zu dem Schrein zurück. Komm. Aber hey. Nochmal ein Turm abgegrast,
Die Türme, die fühlen sich auch schön, das gefällt mir sehr gut. Aber halt, ob ich, solange ich Thulin habe, gerade die anderen Türme auch machen soll, solange ich die Fähigkeit habe. Weil, ein Turm zum anderen zu gleiten, ich stelle mir gerade irgendwie vor, weiß, von hier aus nach hier unten. Hab keine Ahnung, wo hier unten ein Turm sein soll oder hier aus. Direkt von hier rüber segeln. Das wäre natürlich auch geil. Naja, andererseits sind wir endlich mal hier. Ich glaube, es kann entscheiden, wenn wir mal hochgehen und gucken. Was denn hier oben eigentlich alles so von sich geht? Vor allem hier wird es lustig. Eigentlich dasselbe mehr oder weniger wie vorhin im Schrein, war? Mit Thulin rüber segeln. Also natürlich aus dem Schrein noch ohne Thulin, aber trotzdem rüber segeln. Haben wir Blutmond? Das wird zu erkennen durch den Schneesturm, ich glaube aber nicht. Also rüber segeln und dann irgendwie hoch mit Deckensprung, plus natürlich noch mit den ganzen Schiffen. Uiui, bis ich dann da oben bin. Wir sind jetzt schon viel oder wesentlich höher, als wir jemals auch mit Vamedo in Breath of the Wild waren. Warte, mit Revale, so waren wir nie oben. Wir sind eigentlich schon jetzt auf der Höhe von anderen Himmelsinseln. Wir sind jetzt eigentlich schon im Himmel. Und dieser Sturm, ob es ein Schneesturm ist oder nicht, keine Ahnung, der ist offenbar noch gewaltiger. Alter Falter. Also das Ding müssen wir auch nochmal machen, ne? Zwei, drei, fünf Gebiete fehlen uns noch, also fünf Türme noch. Wow, die Karte füllt sich. Kommt gut, kommt gut. Kommt Zeit, kommt Rat. In dem Sinne, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.